Die Nase krabbelt. Glänze ich jetzt schon? Nein. Wird ja eh noch schwarz-weiß. Ja, wie bin ich eigentlich Hörbuchproduzentin geworden? Ich habe nach der Schule ein Studium angefangen, Kommunikations- und Medienwissenschaften, Anglistik und Afrikanistik und wollte eigentlich mal in Südafrika in einem Radio- oder Fernsehsender arbeiten. Das ist natürlich total realistisch. Großartiger Traum, super umsetzbar und habe dann nach 3 Semestern das Studium wirklich sein lassen. So, sitzt das Haar wieder. Hab nach dieser Ausbildung ein Volontariat bei Eichborn Lido im Vertrieb angefangen, im Vertrieb Hörbuch, und habe dann, weil da gerade Umstrukturierungen waren, die große Chance bekommen, zusammen mit meiner damaligen Chefin das komplette Hörbuch machen, sozusagen von Anfang an zu lernen. Aus diesem Ganzen, was ich dort gelernt habe, sind dann weitere Jobs sozusagen entstanden und dann der Schritt in die Selbstständigkeit, und jetzt bin ich sozusagen meine eigene Frau und produziere Hörbücher. Die meisten Leute stellen sich Hörbuchsprechen viel leichter vor, als es ist. Es ist wirklich harte Arbeit, weil es gilt nicht nur einfach, einen Text vorzulesen. Man muss diesen Text wirklich so gestalten, dass er Leben bekommt, dass Leute zuhören wollen. Es ist nicht so, als würde ich jetzt meinem Kind mal eine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen oder meinen Freunden am Abend ein Gedicht vortragen. Das ist es nicht, weil solche Aufnahmetage liegen meistens zwischen 6 und 8 Stunden reiner Sprechzeit. Und das muss eine Stimme erstmal aushalten. Also man muss ja morgens bzw. abends immer noch genauso klingen wie morgens. Und es schafft eine untrainierte Stimme in keinem Fall. Ich kann die Fans verstehen, die sagen, sie wollen alles. Ich persönlich finde gekürzte Hörbücher oder bearbeitete Produktion einfach besser, weil sich für mich das Hören als ein komplett anderes Medium darstellt als das Lesen. Beim Hörbuch ist es für mich ganz oft so, wenn ich eine gekürzte Fassung habe, dass die Spannung sich irgendwie abbaut, wenn ich das 2-3 Tage liegen lasse und einfach nicht zu Ende höre. Deswegen würde ich auch sagen, ist es für mich ganz, ganz angenehm, wenn eine Produktion 4 bis 6 CDs hat. Die kann ich gut durchhören. Ob mir der Autor im Kopf rumschwebt, wenn ich kürze? Manchmal ja. Kommt auf die Bearbeitung drauf an, beziehungsweise kommt es auch auf den Autor drauf an. Wenn ich die ganze Zeit denke, der schaut mir jetzt über die Schulter und ist das jetzt auch richtig, was ich mache, dann funktioniert das nicht. Und ich muss auch sagen, ich bin einigen Autoren begegnet, die am Anfang natürlich gesagt haben, oh mein Gott, mein Text wird irgendwie um 60-70% zusammengestrichen. Ah, wie furchtbar. Aber man kann ihn einfach nur erklären, das ist ein anderes Medium. Wir zerstören den Text nicht, wir optimieren ihn nur, beziehungsweise es ist ein böses Bild. Da komme ich wieder auf diesen ganzen Horror- und Psychothriller zurück. Ich sage immer, es bleibt am Ende das Skelett übrig. Wir schneiden das ganze Fleisch ab. Das ist kein schönes Bild, aber es ist am Ende so. Und das Skelett hält aber die Geschichte zusammen. Eine ganz besondere Sprecherin, mit der ich arbeiten durfte, ist Katharina Thalbach, die natürlich eine große Dame des Theaters, des deutschen Theaters ist und auch einfach durch ihre ganz besondere Stimme schon das gewisse Etwas sozusagen mitbringt. Und ich finde sie einfach großartig, und dass ich mit ihr mehrmals arbeiten durfte, das war wirklich toll. Es gibt auch andere Sprecher, wie Joachim Kerzel zum Beispiel, bekannt als Synchronstimme Jack Nicholson. Gigantische Stimme, wo ich einfach auch heute noch mit einem unglaublichen Respekt in solche Produktionen reingehe und sage, wow, da sitzt man einfach nur da und denkt, was für eine Stimme. Produktionen, bei denen ich schwierig bzw. sehr schade finde zu kürzen, gibt es immer mal wieder. Zum Beispiel habe ich letztens den Augenjäger von Sebastian Fitzek bearbeitet. Und Sebastian Fitzek ist ein Autor, der sehr, sehr intensiv verwoben seine Geschichten erzählt. Also man hat an jeder Stelle irgendeinen Hinweis auf irgendwas, was mal später auftaucht. Und da ist es natürlich aufgrund dieser unglaublichen Komplexität sehr schwierig und auch extrem schade, an gewissen Stellen kleine Dinge rauszustreichen. Ein Hörbuch-Wunschprojekt mit großen deutschen Schauspielern sämtliche Charles Dickens-Geschichten einlesen. Das wäre großartig. Da hätte ich total Lust drauf und die auch gerne ungekürzt.